Haben Sie so eine spannende Wahl schon mal erlebt? Ja, 1999 betreffend den zweiten und dritten Platz. War ganz knapp, war 4.000 zwischen zweiten und dritten Platz und 400 waren es dann nach der Auszählung der Wahlkarten, die damals viel weniger waren. Wie viele Wahlkarten kommen denn jetzt tatsächlich noch dazu? 740.000 brutto. Die anderen sind schon entweder nicht verwendet worden oder im Wahllokal abgegeben worden. Und von den 740.000 wird es noch ein paar nichtige geben. Die zählen Sie erst morgen aus? Die zählen nicht ich aus, sondern die zählen die 113 Bezirkswahlbehörden für 117 Gebiete aus. Sie müssen aber schon heute um 17 Uhr eingelangt sein. Wieso werden Sie denn erst morgen ausgezählt? Weil es so gesetzlich vorgeschrieben ist, weil es keine funktionierende Infrastruktur gibt, die eine Anonymisierung möglich machen würde in der gesetzlich vorgeschriebenen Form. Was heißt das konkret? Die 113 Bezirkswahlbehörden müssen jetzt bis 19 Uhr, 20 Uhr noch tätig werden, um einmal die Gemeindewahlakten abzuarbeiten, entgegenzunehmen, und wenn sie dann anfangen würden mit der Auswertung der Briefwahlstimmen, dann würden sie bis in die Morgenstunden daran arbeiten, mit dem Ergebnis, dass die Mitglieder nicht mehr in beschlussfähiger Zahl vorhanden wären.